Begrüßt euch doch uns mal. Wir begrüßen euch auch. Wir sind hier, um euch auf einen guten Mindset zu bringen. Susi. Hallo Susi, hallo Susi. Genau, und wir sind auch hier, um euch zu erzählen, was nicht alles möglich ist. Dass nämlich alles, alles möglich ist. Genau. Yes, Susi hat uns einen Kommentar geschrieben. Super. Wir haben ja schon letztes Jahr, habe ich ja insgesamt drei Runden Divine Money hinter mir. Davon kann ich auch noch was erzählen, was da alles passiert ist. Da hat nämlich Geld geregnet aus heiterem Himmel. Hallo Ute. Gute. Und es hat Wunder. Wir haben Wunder kreiert, auch jedes Mal in Divine Money. Sachen, die eigentlich unmöglich waren, die sich plötzlich ergeben haben. Zahlungen aus heiterem Himmel, Situationen, Gerichtsverfahren und so weiter und so fort, die sich alle zum Besten immer entwickelt haben. Und das ist eins der wichtigsten Glaubenssätze. Das Leben ist für mich, wenn ich für das Leben bin. Weil wenn ich nicht fürs Leben bin, dann kann ich auch nicht erwarten, dass das Leben für mich ist. Wenn ich nicht für meinen Lover bin, kann ich auch nicht erwarten, dass mein Lover für mich ist. Wenn ich nicht für das Geld bin, kann ich nicht erwarten, dass das Geld für mich ist. Genauso schaut es aus. Und wir haben einfach mal grundsätzlich ganz schön, wie soll ich sagen, falsch vernetzte neuronale Netzwerke in unserem Hirn. Und die wieder aufzubrechen und wieder neu zu vernetzen, das ist eins der schwierigsten Aufgaben, aber eins der wichtigsten Aufgaben. Und eigentlich die einzige Aufgabe, die tatsächlich zum Ziel führt. Genau. Und jetzt bin ich hier mit der lieben Tine. Und die ist ja im Hintergrund. Aber eigentlich ist sie gar nicht so hintergründig. Weil sie alles ausprobiert und macht und testet, was ich sage. Und es ist Gold wert für mich, dass ich hier eine habe, die wirklich ausprobiert und mir dann Feedback gibt und jedes Mal sagt, ich habe das gemacht, was du gesagt hast, das und das ist dabei rausgekommen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Genau, allerdings keine Angst vor der Erfüllung. Vor der Erfüllung der Träume. Naja, das kann es schon auch mal geben. Ja, Tine, erzähl doch mal du, was hast du denn alles ausprobiert? Was ich dir gesagt habe, was du tun sollst und was ist dann passiert, als du es tatest? Also, Patricia hatte ganz zu Anfang zu mir gesagt, wenn ich jemanden immer in meinem Kopf habe, dass ich denke, der ist blöd, der ist faul, kann ja sowieso nichts. Und gerade wenn ich das natürlich über eine Person denke, mit der ich gerne zusammen sein möchte, also von meinem Partner, und eben den ganz schrecklich finde, dann kann das auch mit der Liebesbeziehung nicht funktionieren. Und dann hat Patricia zu mir gesagt, ich muss in die volle Liebe gehen. Da habe ich gedacht, na, herzlichen Dank. Wenn du denjenigen aber total zum Kotzen findest, wie sollst du denn jetzt in diese volle Liebe gehen? Klar, also ich habe da auch mit mir gehadert und habe gedacht, boah, das geht doch gar nicht. Und naja, okay, dann habe ich das probiert und bin halt wirklich für diese Person in die volle, bedingungslose Liebe gegangen. Und ratzifatz hat es sich das ganze Blatt gedreht. Ich hatte mit diesem Menschen 5 Monate keinen Kontakt und auf einmal, wo ich in diese volle bedingungslose Liebe gegangen bin, wie Patricia das gesagt hat, hat derjenige sich von selbst gemeldet. Und das war unvorstellbar. Ich habe echt gedacht, wo der Name auf meinem Telefon stand, was ist das denn jetzt für ein Witz? Das kann doch nicht angehen. Das kann doch jetzt hier nicht angehen. Und klar, ich bin leider in diesem Treffen in meine alten Muster gefangen gewesen wieder, weil, das kann ich. Aber warte mal kurz.
Wie war die Situation für dich im Außen? Was hast du erlebt? Was hast du geglaubt, was wahr für dich ist, bevor du entschieden hast, okay, trotz alledem mache ich es jetzt anders. Was hast du gesehen? Ich habe eine Chance gesehen, das zu ändern. Ja, aber du hast gesehen einen Mann, der sich 5 Monate nicht gemeldet hat. Genau, also ich habe nur Negatives gesehen. Also es war alles ätzend, alles blöd, alles doof. Du hast einen gesehen, der auf deine Nachrichten nicht geantwortet hat. Genau, jemand, der mich völlig ignoriert. Absolut. 5 Monate lang. Genau, also ich konnte machen, was ich wollte. Ich hätte wahrscheinlich auch auf den Kopf mich stellen können. Es gab keine Reaktion, egal auf was. Und deine Ursprungshaltung ihm gegenüber war? Negativ, Arschloch. Du bist blöd, du ignorierst mich. Ich kann schreiben, was ich will. Ich bin es wahrscheinlich auch nicht wert, dass du mir antwortest. Also den kompletten Bullshit-Film ging in mir vor. Täglich, ne? Ja, täglich. Und das hörte auch nicht auf. Und ich habe mir ja immer mehr eingeredet. Und es wurde immer und immer und immer schlimmer, was ich mir tagtäglich immer mehr dazu getextet habe. Und jetzt ist die interessante Frage. Wie konntest du da aufhören und plötzlich ins komplette Gegenteil gehen? Dann habe ich mir die ganze Situation angeguckt und habe es versucht zu drehen und bin dann angefangen, dass ich festgestellt habe, hey, eigentlich kannst du dem Menschen dankbar sein, weil er ist hier gar nicht das Problem, sondern ich selbst bin das Problem. Ich bin nämlich nicht in Selbstliebe und ich bin in dem Mangel und nicht die andere Person. Da fing das ganze Thema an, dass ich mich selbst erstmal betrachtet habe und mich angeguckt habe und gemerkt habe, hey, stopp, von dir kommt das Drama aus und von keinem anderen. Selbst gemacht, hausgemacht, selbst kreiert, bis ins kleinste Detail, ne? Bis ins allerkleinste Detail. Und ich habe mich immer selbst belogen, immer. Ich habe auch mir nie eingestanden, dass ich schuld bin. Nee, immer alle anderen waren schuld, nur ich nicht. Alle wollten mir Böses, alle anderen sind schlecht, keiner versteht mich. Ich habe mich immer in die eigene Opferrolle gebracht, ganz klar. Und das ist ja eigentlich nicht schlimm, weil man kann es ja verändern. Richtig, aber da erstmal hinzukommen und auch dran zu bleiben, weil es bringt nichts, wenn man 2, 3, 4, 5, 7 Wochen das macht und dann denkt, ach, jetzt bin ich soweit, dann mache ich mal Pause. Also das habe ich ja letztes Jahr auch Anfang des Jahres gemacht. Dann habe ich 8 Wochen den ganzen Krempel durchgezogen und dann habe ich gedacht, wow, du weißt jetzt, wie der Hase läuft. Du bist jetzt die neue Tine und jetzt kannst du dein Leben mal anders gestalten. Und dann habe ich aufgehört, irgendwas zu machen und dachte, ich bin jetzt vollkommen, ich brauche ja nichts mehr tun. Ja, und dann habe ich natürlich die richtig große Klatsche bekommen, weil die Muster, die ich davor hatte, noch viel schlimmer geworden sind. Noch viel, viel schlimmer. Also der Sumpf wurde noch tiefer. Und heute kann ich sagen, es gibt keine Pause. Das ist ein täglicher Job, eine tägliche Arbeit, die Spaß macht und man sollte täglich dranbleiben und sich täglich einfach auch beobachten, weil es gibt immer Dinge, wo man täglich irgendwas sieht bei sich selbst und denkt, halt, stopp mal, da muss ich aber nochmal hingucken. Genau. Jetzt wurde hier die Frage gestellt, wie konntest du es drehen? Wie ich es drehen konnte, ich habe mich einfach damit befasst, dass ich mich einfach, ja, ich habe irgendwie festgestellt, ich komme hier nicht weiter, wenn ich in diesem Drama-Modus sitzen bleibe. Es hilft mir einfach nicht, wenn ich in meinem Dramasumpf sitze und mich selbst bemitleide. Und dann habe ich festgestellt, irgendwas musst du tun, um das Ganze zu drehen. Ja, dann habe ich natürlich auch wieder 27 Bücher gelesen und keine Ahnung, wie viel Podcasts. Und ja, dann hat man immer irgendwas daraus gemacht. Aber ja, ganz ehrlich, es hat auch nichts gebracht, weil man nicht konsequent da dran bleibt. Und dann versteht man das wieder nicht. Na, dann kam ja Patricia ins Spiel und sagte dann ja nun, ich soll in diese volle Selbstliebe kommen.
Und da fing das an, in meinem Kopf zu rattern, wo ich verstanden habe, okay, irgendwas stimmt bei dir selbst nicht. Nicht bei in außen bei den anderen Leuten, sondern ich bin hier das Problem. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und dann kam irgendwie so der Klick, wo ich festgestellt habe, okay, hier ist das Thema und es ist kein anderer, der faul ist oder sowas. Das ist meine Bewertung und ich gucke mir irgendwie Leute an und bewerte sie, was ich gar nicht in meinem Messen liegt. Und so habe ich dann angefangen, das Ganze für mich ja zu begutachten, zu betrachten und in die richtige Bahn zu bringen. Und dann hast du in deinem jetzigen Partner, in deinem damaligen Ex, angefangen, das zu sehen, was du ihm sehen willst. Richtig. Und nicht, was ich mir einrede zu sehen. Und das ist natürlich crazy shit für den Verstand, ne? Weil der Verstand hat ja noch die Story. Mhm. 5 Monate, keine Antwort, keine Beachtung, gar nichts, ne? Und du machst trotzdem weiter. Du machst trotzdem weiter. Richtig. So lange bist du quasi die neue Person so fest für dich siehst, dass die Person sich so zeigen muss. So läuft der Hase. Richtig. Und das habe ich halt nicht gesehen, dass ich ihn in die Rolle gesteckt habe, wo ich ihn hin haben wollte, also in diese negative Rolle. Das war halt immer ein Problem. Und jetzt sehe ich diesen Mann als einen ganz anderen Mann. Ob das ein völlig anderer Mann ist. Doch, es ist der gleiche. Und der Witz ist, du merkst auch, wie er sich als anderen Mann fühlt. Absolut. Weil ich ihn ja auch nicht mehr als ein schlechter Mensch sehe, weil ich ihn jetzt so sehe, wie er wirklich ist. Wie du ihn gerne haben möchtest in deinem Leben. Richtig. Genau. Und es ist erst der Anfang. Ja. Und es geht jeden Tag weiter. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo du wahrscheinlich denkst, oh, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann? Ja, aber was will ich denn stattdessen? Ja, und dann gehe ich auch erstmal aus der Situation raus und denke mir, stopp, hinsetzen, wie möchtest du es haben? 6-Schritte-Konzept, PDF-Datei auf dem Computer, los geht's! Aufschreiben, angucken. Und dann kann man wieder in die Situation reingehen und dann ist doch wieder alles in Ordnung. Aber man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und nicht sagen, bam, ich eskaliere jetzt hier völlig und dann schmeiße ich nochmal 3 Kataloge durch die Gegend und 7 Tassen durchs Haus und tob hier mal total rum. Nein, Bullshit bringt überhaupt gar nichts. Das ist eben auch ein wichtiges Ding, oder? Wir sind ja so auf, zwar sagt es ja Buddha auch, oder? Nicht reagieren. Ja, weil mit dem Reagieren tun wir ja die Situation wieder rekreieren. Mhm. Und da diese klare Entscheidung zu sagen, ich muss gar nicht reagieren. Ja. Ich muss gar nicht. Ja, sich auch hier die Erlaubnis zu geben, eine zu sein, die gar nicht reagieren muss auf Dinge, die sie gar nicht weiter kreieren muss. Das ist eben auch richtig. Eine ganz wichtige Erkenntnis zum Sagen, ich muss eigentlich nur auf die Sachen reagieren, die mir gut gefallen. Ich meine, bei der Hundeerziehung, oder Tina, macht man das ja auch so. Ja, da reagiere ich auch nicht immer auf alles. Da geht es nur Leckerchen für die guten Geschichten, ne? Genau, und man muss ja nicht auf Dinge reagieren, wo man weiß, okay, das kommt jetzt gerade, passt gerade gar nicht und das könnte knallen. Dann reagiere ich da einfach mal nicht drauf. Ist doch gar kein Problem. Und die Krux ist halt, sich immer wieder diese Erlaubnis zu geben. Na, immer wieder zu sagen, hey, ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich entscheide, wie die Dinge laufen. Ich entscheide, was ich sehen will. Und ich entscheide, wie ich es haben will.
Und das ist einfach ein Lernprozess, ein Umlernprozess, der ja noch viel, viel schwieriger ist als ein Lernprozess. Wenn du was neu lernst, musst du irgendwie nichts Falsches umlernen oder vergessen. Oder das ist einfacher, wenn du weißt, okay, Schritt für Schritt mache ich das und du hast nichts anderes, was dich abhält. Aber das Umlernen ist eins von den schwierigeren Geschichten, ne? Naja, weil das Alte ja auch immer noch mal wieder im Kopf rumschwirrt und immer wieder hochkommt. Und dann merkt man ja auch, okay, das Neue ist schwer umzusetzen. Und dann denkt man doch ganz schnell wieder, ach, eigentlich könnte ich ja doch das Alte so und so machen. Es ist ja so einfach und bequem. Also das ist, hatte ich auch, dass ich manchmal dachte, ich schmeiß den ganzen Mist jetzt in die Ecke und das Alte ist doch viel einfacher. Aber dann, nee, das Alte ist eben nicht viel einfacher. Das denkt man in dem Moment. Aber die neue Richtung ist viel, viel angenehmer. Genau, das ist eben auch das, wenn man merkt, oh, jetzt wird es angenehm. Oh, jetzt wird es leicht. Oh, jetzt merke ich plötzlich, wie viel Power in mir steckt. Ja, das ist wirklich alles aus mir, aus meinen Vorstellungen. Und das ist eben auch diese krasse Power. Wir denken immer, ja, die Gefühle sind wichtig, ja. Aber die Gefühle, die kommen als Ergebnis des Gedanken. Du glaubst, das ist so schnell hintereinander, dass du glaubst, das Gefühl war vor dem Gedanken da. Aber das ist nie der Fall. Es ist immer der Gedanke oder der Rückschluss oder die Überzeugung, die ist so schnell, dass es dir ein Gefühl gibt. Das soll jeder mal für sich ausprobieren. Weil schon nur allein beim Fernsehen, ja, da merkst du das. Du guckst dir was an und du fühlst es. Aber nicht, weil du verbunden bist mit dem Gefühl von dem anderen, sondern weil du Rückschlüsse für dich ziehst, die dann dir die Gefühle machen. Deswegen fühlt auch beim Fernsehen nicht jeder das Gleiche. Deswegen heulen die anderen und die anderen heulen eben nicht. Weil jeder andere Rückschlüsse macht über diese Vorstellung, die da draußen passiert. Ne? Und ob es jetzt die Vorstellung ist, die da draußen auf dem Fernseher passiert oder die Vorstellung, die auf deinem eigenen inneren Fernseher passiert, ist völlig egal. Das, was du glaubst und denkst und wovon du überzeugt bist, das kreiert dir die Gefühle. Wir machen uns abhängig von Gefühlen. Als wären die Gefühle irgendwie so die eigentlich zuerst da sind. Aber es ist volle Verarschung. Es ist zuerst der Gedanke, es ist zuerst die Überzeugung, die nachher die Gefühle macht. Immer. Es gibt keinen anderen Moment. Ja, ich fühle mich gerade schlecht. Ja, was hast du denn gedacht? An was hast du gerade gedacht? Was hast du dir gerade vorgestellt? Das geht gar nicht. Du kannst dich nicht schlecht fühlen. Aber es gibt ja zum Beispiel, viele Leute, kennst du das auch, Tine? Ich bin eine ganz große Zeit lang morgens aufgewacht und hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja, damit auch mit traurig, ne? Also man ist ja nur traurig, weil man irgendwas verbindet. Also ich sitze ja hier nicht und bin traurig, weil ich einfach so traurig bin, ne? Das ist ja wie mit einem schlechten Gefühl. Aber morgens so aufzuwachen und irgendwie traurig zu sein oder irgendwie ängstlich zu sein, ja, das liegt daran, dass man konkret diesem Gefühl entsprechende Vorstellung für sich und von seinem Leben und von seinen Umständen hat. Ja, das ist das. Und dieses komplexe diese komplette Lebensvorstellung, wer bin ich in meinem Leben, was habe ich da zu tun und was tun die anderen und so weiter und so fort, die sorgt dafür, was ich eigentlich für eine Grundstimmung habe in meinem kompletten Dasein. Und das kann man alles verändern. Ich habe vorher auch nochmal ein kleines Gespräch gehabt mit einer. Das war nur so ein Infogespräch, das ihr auch alle buchen dürft, übrigens bei mir, von 20 Minuten, um mal zu wissen, wo hängt das Problem, wo ist das Problem? Und da bin ich
super schnell mittlerweile. Du sagst mir zwei Sätze und ich weiß, wo dein Problem hängt. Weil es so glasklar ist in deiner Denkstruktur. Schon alleine, was du mir sagst, sagt mir schon, was falsch bei dir läuft. Du weißt es, Tine. Patricia sagt manchmal Sätze, wo ich gedacht habe, na, das kann ja wohl nie passieren. Und ratzifatz ist es passiert. Ich weiß es sofort, oder? Ja. Und wenn du das nur änderst, dann kriegst du sofort ein anderes Ergebnis. Das ist so spannend. Und es ist einfach so, ja, du kannst selber der beste Coach sein, du kannst selber der beste Herzchirurg sein, aber ich würde nicht meinen, dass du dir eine Operation am offenen Herzen selber verpassen solltest. Weil es halt schwierig ist für sich selber, ja. Und deswegen brauchen wir Menschen einander. Wir dürfen einander brauchen. Wir dürfen einander unterstützen. Und das ist so eins der, was? Ton wackelt. Aha, Ton wackelt. Danke, Manuela. Wieso wackelt denn der Ton? Wackelt bei dir mein Ton auch, Tine? Nö. Nö? Ich hoffe, es wird ja besser. Habt ihr denn noch Fragen da draußen? Möchtet ihr noch was wissen? Der Austausch ist ja auch wichtig, ne? Also das muss ich auch immer wieder feststellen, dass man sich halt auch mit Gleichgesinnten austauschen kann oder die auch schon den Weg gegangen sind und schon weiter fortgeschritten ist als man selbst. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn man Bücher liest und Videos guckt. Es ist alles zwar eine nette Ergänzung, aber am Ende ist dieser Austausch einfach Gold wert. Da kann man so viel mitnehmen. Der Austausch bringt einen eben dazu, selber an sich zu arbeiten. Richtig. Weil nur wenn ich über mich selber rede, weiß ich, wo ich gerade selber stehe. Aber wenn ich die ganze Zeit in meinem eigenen Süppchen, in meinem eigenen Söschen rumbrüte, dann brüte ich halt darum, ne? Und ich habe es auch vorher in dem Klarheitsgespräch gesagt. Wenn ich mich selbst früher getroffen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich 15 Jahre gespart. 15 Jahre, wo ich rumgeeiert bin, wo ich rumgelitten habe, wo ich wirklich in der Weltgeschichte rumgelaufen bin. Als die arme Patricia. Das ist immer so schwer und die muss immer alles alleine machen und keiner hilft ihr. Diese Traurigkeit, was macht man als eine erste Maßnahme? Mich erst nicht fragen, warum bin ich denn traurig? Was glaube ich denn? Was glaube ich denn, was mich traurig macht? Welche Überzeugung macht mich traurig? Ja. Das passt ja gerade zu dem, oder? Welche Überzeugung macht mich traurig? Bei mir war es ganz klar, niemand liebt mich, keiner hilft mir, ich muss alles alleine machen. Keiner versteht mich, war es bei mir auch? Keiner versteht mich, ist auch gut, macht auch traurig, genau. Ja, das ist so eigentlich so das Komplett-Package, ne? Das macht richtig traurig. Und dann natürlich noch, keiner interessiert dich für mich, ist auch noch gut, ja, oder? Genau, und das macht auch noch unzufrieden, das macht ja nicht nur traurig, das macht ja auch mega unzufrieden. Ja. Und ich kann auch sagen, was ich will, mich versteht ja sowieso keiner, auch ein schöner Punkt. Und wenn es mir schlecht geht, ist eh niemand für mich da? Nein, und ich gebe immer allen 100%, aber mir gibt keiner was zurück. Kennt ihr das? Hallo ihr Lieben, ich schaue gerade ins Handy, aber ihr seht mich so. Wer kennt das? Oder kennt es nur der Tine und mir? Das sind unsere Überzeugungen. Das ist ja dieser ganze Witz an der Geschichte. Wir sind alle mit der gleichen Scheiße. Jetzt nehme ich trotzdem mal dieses Wort, das ist ja gerade nicht so beliebt, geimpft. Also sind wir mit den gleichen Überzeugungen geimpft, ja? Ja. Wir haben alle die gleichen Rückschlüsse gemacht. Und woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass wir diese Erfahrung ganz früh gemacht haben, dann einen Rückschluss gezogen haben und diese Erfahrung hat sich natürlich, wenn wir sie nicht verändert haben, in unserem Kopf, in unserem Denken über uns selber immer wieder gezeigt.
bei der Freundin, beim Freund, bei den Eltern, alle können das immer wieder bestätigen, was du glaubst. Es sind alle dazu da, dir zu bestätigen und dir zu zeigen, was du glaubst. Die sind ja nett. Die sind ja deine Schachmännchen. Die sind ja deine Schachfigur, ja? Du sagst, niemand mag mich, dann stellst du die Schachfigur dahin und dein Freund und dann muss der gehorchen. Wenn du der Überzeugung bist, niemand mag mich, dann muss der dir das zeigen, früher oder später. Das hat keine Chance. Ja, und dann beantworte ich es mir. Ja, genau, und dann beantwortest du dir. Und dann hast du hier diese Leier, die wir gerade, sind da so ein bisschen voraus. Dann hast du die Leier, die wir hier gerade gehabt haben, und hast du die schön in deinem Kopf. Und dann veränderst du diese Leier. Nee. Alle mögen mich. Ich bin total beliebt. Das Leben liebt mich. Mich lieben alle. Ich bin jeder super. Hört mir zu. Jeder möchte wissen, wie es mir geht. Ich bin wichtig. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Genau, und das weißt du so lange, bis das Leben es dir zeigt. Und dann fühlst du dich auch nicht mehr traurig, weil warum solltest du traurig sein, wenn alle dich lieben, wenn du super bist, wenn du perfekt bist, wenn du gewollt bist, wenn du geliebt bist? Ich meine, geht nicht mit traurig. Diese Gedanken generieren nicht Gefühl, ich bin traurig. Ne? Aber das ist halt so ein Grundgefühl, das so lange immer wieder hochkommt, bis du so sicher bist, dass du jemand bist, der geliebt ist. Aber wieso sollte irgendeiner auf dieser Welt nicht geliebt werden? Ist ja auch mal eine interessante Frage. Ja. Weil der war nicht nett, der hat geschrien, der war wütend, der war böse, der hat was Böses gemacht. Aber das ist nicht der Punkt. Darum geht es überhaupt nicht. Es interessiert niemanden, warum du so bist, wie du bist. Das ist ja der Witz dran. Niemanden interessiert, warum du so bist, wie du bist. Es interessiert nur, was du glaubst, wie du bist. Das ist der spannende Punkt, weil das Leben ist von dir kreiert. Und warum du dein Leben so kreierst, wie du es kreieren möchtest, das bleibt dir überlassen. Diese ganzen Erlaubnisgeber, die kannst du dir einfach holen. Ja, warum hast du jetzt die Erlaubnis, eine tolle Frau zu sein? Weil ich will. Warum hast du die Erlaubnis zu entscheiden, dass alle dich lieben? Weil ich alle liebe. Und wenn sie mich nicht lieben, liebe ich trotzdem das Leben. Das sind so krasse Denkprozesse, die wir hier umstellen dürfen. Immer wieder und immer wieder, bis es nichts anderes als die Wahrheit in uns ist. Und dann kreieren wir solche Sachen. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch Fragen hier? Also das ist einfach wirklich, das ist wie übrigens im Divine Creation Mastermind. Wenn du nicht die Ausbildung zum Master of Divine Creation machen willst, machen. Und zwar die ganze Zeit. Du hast ein neues Selbstkonzept von dir. Du kreierst dich aus deiner göttlichen Wahrheit heraus. Und die ist nun mal nicht schlecht. Du hast keinen Fehler. Und wenn du das weißt und dir die Erlaubnis mehr und mehr geben darfst, dann denkst du auch so. Und wenn du mehr und mehr so denkst, dann denken auch die anderen so über dich. Und wenn die anderen dir zeigen, wie sie über dich denken, gibt es nämlich eine positive Spirale dorthin, wo du hin möchtest. Und nicht diese negative Spirale, die dich immer wieder dorthin zieht, wo du eigentlich nicht hin möchtest. Oh, Internet instabil, Hilfe. Ich war gerade weg. Ist bei dir zu viel Schnee? Nee, bei mir ist es zu kalt, hey. -20 Grad.
Oh mein Gott. Und du sitzt da noch im T-Shirt um 20 Grad plus. Kannst du dir mal vorstellen, wie warm es bei mir in der Wohnung ist? Bei uns sind nur 0 Grad, also es ist noch auszuhalten. Nee, hey, wenn du, weißt du, wenn du rausgehst und es frieren dir so die Nasenhaare ein. So ist es hier gerade. Wahnsinn. Brr, ja, es ist richtig brr. Ja, können wir euch noch irgendwas Erwärmendes hier beantworten? Ansonsten geht es wirklich darum, für euch zu verstehen, dass es jetzt der Moment ist, hier einzusteigen und sich als göttliches Wesen anzunehmen, anzuerkennen und aus diesem neuen Mindset heraus sich zu verstehen, zu denken, im Folge zu fühlen und natürlich auch die Handlungen dann durchzuführen, die sich danach anfühlen. Ja, du spürst ganz genau, was du zu tun hast, was der nächste logische Schritt ist, wenn du in diesem Gefühl, in dieser Energie, in diesen Gedanken bist. Da weißt du, was du machen musst. Und dann machst du das einfach, da kriegst du eine Idee, da kriegst du eine Intuition, eine Eingabe und sagst, ja genau, das ist das, was zu tun ist. Und genauso hat sich jetzt für mich auch diese Ausbildung zum Master of Divine Healing und Master of Divine Creation logisch ergeben. Weil das ist der logische Schritt. Ich möchte, dass alle Menschen sich aus ihren Scheiß-Denkmustern befreien, aus ihren verlogenen Überzeugungen über sich selber, über das Leben und über andere Menschen und erkennen, alles entsteht in mir und lernen, die Dinge in sich entstehen zu lassen, die sich super klasse anfühlen, die sie erleben wollen, die sie kreieren wollen für sich und für andere. Und das Highlight an dieser ganzen Geschichte ist, dass ihr nachher zu uns in den Coaching-Pool kommt und dann anderen Leuten helfen könnt, ihren Mindfuck, ihre Knoten, ihre falsche Selbstwahrnehmung, ihre falschen Überzeugungen zu entlarven und zu verändern. Das ist einfach eines der wichtigen Beiträge, die wir jetzt in dieser Zeit leisten können. Weißt du, wie viel Geld du spenden kannst? Weißt du, wie viel Familien du unterstützen kannst? Das nützt alles nichts, wenn die Familie noch davon überzeugt ist, ich bin eine arme Familie, ich habe kein Geld, ich bin auf Unterstützung angewiesen. Der große Beitrag ist, die Leute zu erheben in das, was sie wirklich sind, in ihre Wahrheit, in ihr wahres göttliches Sein und ihnen beizubringen, wie sie sich alles selber kreieren können, nur allein mit Kraft ihrer Gedanken und ihrer Vorstellung. Es ist so einfach, wenn es nicht so schwer wäre. Tine, sag du nochmal, warum ist es denn so schwer, wenn es eigentlich so einfach ist? Ja, weil man sich nicht eingestehen möchte, ne? Ja, weil der Verstand immer sagt, nö. So einfach kann es nicht sein. Genau, und dieses Programm, was da in deinem Kopf ja auch immer so hinten abspielt, weißt, das ist ja dann immer so, der so ein kleiner Vogel auf der Schulter sitzt und sagt, nee, stopp, das Alte ist doch viel einfacher. Nee. Und bremst. Immer, man bremst sich ja auch selbst. Und wenn man dann erstmal dieses Wühlen anfängt, dass du anfängst, ich gucke mal bei Dr. Joe und dann gucke ich nochmal bei XYZ und dann gucke ich nochmal bei hier und dann gehe ich nochmal an 20 andere Facebook-Gruppen und dann gucke ich mir nochmal das Buch an und das an und den ist an und dann melde ich mich hier nochmal zum kostenfreien Webinar an. Und du sammelst und der Berg wird immer größer und du guckst, ja, weißt ja auch irgendwie ziemlich viel, aber ins Umsetzen kommst du irgendwie trotzdem nicht. Und dann stehst du in 3 Monaten genau an dem Punkt, wo du heute stehst, weil du dir nur irgendwelchen Kram reingezogen hast und noch nicht ins Umsetzen gekommen bist. Und das ist ja das Thema. Solange man nicht ins Umsetzen kommt, kannst du dir noch 3 Jahre irgendeinen Kram angucken, du kommst einfach nicht weiter. Ja, und die besten Ergebnisse haben halt wirklich Menschen, die dranbleiben, ja? Und einfach wissen, dass es so geht. Weil wenn du mal wirklich weißt, dass es so geht und was deine Aufgabe ist und was für Tools du auch zur Verfügung hast,
dann fängst du nicht an und hast hier so einen riesenlangen Meltdown, den hast du vielleicht trotzdem mal und eine Heulattacke und sonst irgendwas, irgendwie Verzweiflung, alles Mögliche, aber dann pustest du dich wieder ab und fängst an zu arbeiten, fängst an zu kreieren. Kreieren ist ein Job, kreieren ist ein Machen und aus diesem Machen wird ein Sein. Und aus diesem Seinszustand kreierst du dann ganz viele neue Dinge. Und diesen Seinszustand, dieses Schöpfers, wer ist denn, der Verstand lenkt dich ab, kann er ja gerne machen. Aber die Frage ist, lasse ich mich denn ablenken? Oder? All diese Stories, all diese Geschichten, wie lange lasse ich mich denn ablenken? Und ich muss ja nicht so warten, bis ich echt so einen dicken, fetten Hals habe. Ja, das ist ja auch das, weil je dicker und je fetter der Hals ist, desto mehr muss ich halt dann nachher arbeiten. Naja, das bringt auch nichts, immer im Alten noch weiter rumzukramen. Das macht dich auch nicht glücklich. Wenn du sagst, ja, aber da und da und das und das und aber der hat mich ja belogen und nee und ja, da muss man auch irgendwie alles mal mit abschließen, weil sonst wühlst du in 3 Jahren noch mit in dem ganzen alten Mist und bist immer noch im Negativen unterwegs. Irgendwas auch mal gut damit. Und es ist einfach so wichtig, diese Anerkennung, ja, dass man sich auch dafür anerkennt und sich immer wieder die Erlaubnis gibt und so sagt, hey, du musst da gar nicht hingucken. Hey, du musst dich nicht schuldig fühlen. Hey, du musst dich nicht schlecht fühlen. Ja, sondern hey, du darfst jetzt anders entscheiden, du darfst jetzt anders machen. Und sich da immer wieder selber die Erlaubnis zu geben, das ist das eine. Und das andere ist halt, in dieser Gruppe auch zu arbeiten und zu sein und sich wirklich die Erlaubnis zu geben für das Wunderbarste. Das Wunderbarste, was es überhaupt gibt. Frag dich mal, wie viel auf einer Skala von 0 bis 10 für wie wunderbar darf dein Leben sein? Wirklich. Fühl mal rein. Wie wunderbar darf dein Leben sein auf einer Skala von 0 bis 10? Hier, die ihr zuschaut, könnt es wirklich mal machen. Wie wunderbar darf dein Leben sein? Schwimm mal da rein. Ich sage euch nachher auch, was bei mir gekommen ist. Spür mal, atme tief ein, spür in dein Herz und sag, wie wunderbar darf mein Leben sein? Und da kommt eine Zahl. Und diese Zahl schreib mal in die Kommentare. Wow, 9 sehe ich hier. Was kommt noch? Müssen wir ein bisschen warten, sind wieder so voraus. Krass, wenn du auf dem Handy guckst. Wir sind hier irgendwie in einer ganz anderen Timeline. Das ist immer total zeitversetzt, ja. Skyline. Das heißt, auf Facebook bin ich noch die von vorher und jetzt hier zwischen uns zwei bin ich ja schon eine neue. So ist es. Also, hat ihr das mitgemacht? 10. Wow. Cool. Sehr cool. Soll ich euch mal sagen, was bei mir kam? Bei mir kam 7. 10. Bei mir kam nur 7. Ich schreibe hier mal 7 rein, damit ihr das seht. Das ist echt, ich hatte 7. Ich habe 3-mal reingespürt und da war 7. Und das bedeutet, dass da noch Sachen sind, die ich mir erzähle, die irgendwo mir noch nicht erlauben, 10 zu sagen. Und das sind blöde Sachen, die könnte ich jetzt eigentlich gleich rausputzen, was das für Sachen sind. Und da kommt immer wieder die gleiche Sache. Du bist nicht ganz schon noch so gut genug, ja? Mhm. Um dir wirklich alles zu erlauben, das Maximale. Wenn 10 das Höchste ist, seht ihr, ihr seid schon viel weiter wie ich. Ich bin nur bei 7. Maria ist bei 8.
Manuela ist bei 10. Wo warst denn du, Tine? Ich auch bei 8. Also wir haben noch Luft nach oben. Ne? Also, ich bin nicht gefeit von Stories. Mir ist es völlig klar, dass da immer noch Stories aktiv sind. Und die sind mal weniger und mal mehr aktiv. Ja. Mal bin ich bereiter, diese Stories auch zu hören nochmal und zu sagen, wow, da läuft ja immer noch irgendeine Story und irgendwas von der Vergangenheit. Susi, ich hatte den Coin-Coach. Danke dir. Ja, also, und es ist auch, wenn du wahrscheinlich später mal nochmal dich reinfrickst in die gleiche Frage, kommt da wieder eine andere Zahl, ja? Du bist nicht immer gleich bereit, das Tollste und das Genialste zu empfangen. Aber du kannst dich immer wieder super bereit machen, ja? Und das ist genau das auch, im Divine Healing machen wir übrigens auch so eine Skala, um einfach zu sehen, deine Bereitschaft, etwas Gutes zu empfangen, die kann sich von innerhalb Minuten verändern. Und die kann sich auch in den nächsten 3 Tagen kann die auch wieder sich wieder weiter verändern. Deswegen ist ja diese Kombi so wichtig, zu sagen, wie stehe ich denn jetzt gerade da energetisch und mit was für einer Vorstellung ist das verbunden? Wenn ich die Vorstellung ändere, ändere ich alles. Das ist eben das Coole an der ganzen Geschichte. Ich habe euch noch was mitgebracht übrigens. Ich muss mal hier gerade so checken. Und zwar, wo habe ich es denn? Genau. Stellt euch mal kurz vor, macht mal schnell die Augen alle zu. Wir machen jetzt der perfekte Zustand. Kennt ihr überhaupt euren perfekten Zustand? Wisst ihr, wie euer perfekter Zustand aussieht, wie der sich anfühlt, wie eure perfekte Identität eigentlich ist, wenn kein Bullshit mehr aktiv ist? Das können wir jetzt mit so einer kleinen Divine Healing Anwendung machen. Das geht nämlich ganz schnell. Wenn ihr euch jetzt nur vorstellt, in diesem einen Moment, dass über euch das eine wunderbare Kugel mit goldenem Licht, mit perfektem Licht, mit dem Licht der Perfektion, dass alles, was sagt, es ist nicht perfekt, es ist nicht toll, es ist nicht gut, in euch wegwischt. Lasst jetzt mal von oben über euren Kronenchakra dieses Licht der Perfektion in euch eindringen. Das ist wie eine Dusche. Es geht los und dieses Licht der Perfektion geht durch euer Kronenchakra in euren Kopf hinein und geht weiter, füllt den ganzen Kopf aus und wäscht jeden Gedanken, der euch irgendetwas anderes sagt, als dass ihr absolut perfekt seid, aus eurem System. Dieses Licht der Perfektion geht in eure neuronalen Netzwerke und gibt überall die Information hinein, dass du perfekt bist. Überall kommt die Information rein. Ich bin ein perfektes göttliches Wesen. Überall kommt die Information rein. Ich bin geliebt und ich bin aus Liebe. Ich bin für Liebe. Ich bin von Liebe. Ich bin liebende Perfektion. Und diese Information, die geht jetzt in all eure Zellen, in all eure Gedanken. Jeder einzelne Gedanke, der dem entgegensteht, wird überschrieben. Diese Wahrheit und diese Perfektion setzt sich jetzt weiter durch euren ganzen Körper hindurch, fließt durch den Hals, fließt in euer Halschakra und du sagst,
Ich bin liebende Perfektion. Ich bin perfekte Liebe. Ich bin göttliche Wahrheit. Ich bin göttlicher Schöpfer. Diese Worte dürfen aus deinem Mund herauskommen, weil sie sind die einzigen wahren Worte über dich. Und es geht weiter und fließt deinem Nacken hinunter, über deine Schultern, über deine Arme, in deine Finger bis in die Fingerspitzen. Diese ganze Energie geht weiter. Dein Brustkorb füllt sie aus. Sie fließt deine Rücken hinunter, in deinen Bauchraum, in deinen unteren Bauch, den Rücken entlang, wirklich bis zum Ende der Wirbelsäule, in dein Wurzelchakra. Die Energie füllt dein ganzes Herz auf. Du spürst, wie perfekt und geliebt du bist. Du spürst, wie die Liebe für dich da ist. Aus allen Bereichen deines Lebens will sie dir zeigen, wie sehr du geliebt bist. Und du spürst es. Und dieses Gefühl breitet sich weiter aus, geht in deinen Solarplexus und du spürst nur dort deine Wahrheit und deine Liebe. Es geht weiter in dein zweites Chakra, in deinen unteren Bauch, in deine Genitalien. Es füllt dein Becken aus. Es füllt deine Oberschenkel aus, es fließt hinab, vordere Oberschenkel, hintere Oberschenkel, Knie, ein bisschen die Waden, Fußgelenke und in die Fußspitzen und die Zehenspitzen hinein. Und es fließt ab bis in die Erde, in den Erdboden. Und jetzt kannst du spüren, wie du in diese Energie eingehüllt bist. Und spür nochmal hinein, dass jetzt ein richtiges Ei um dich herum von dieser Wahrheit über dich, was du bist. Und aus dieser Wahrheit heraus bist du hier, um zu erschaffen, alles in Liebe und aus Liebe und mit Liebe. Jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze, alles, was dir begegnet. Nun bist du aufgefüllt von deiner kompletten Wahrheit. Vielleicht merkst du jetzt auch, dass du immer größer wirst. Und du machst gar nichts, du dehnst dich einfach nur aus, weil du bist mit allem verbunden und du bist alles. Wenn du weitergehst, merkst du, dass du der Raum bist, in dem die Schöpfung stattfindet. Vor deinen inneren Augen kannst du alles erschaffen, was dir und deiner Liebe entspricht. Und so sei es und so ist es und so war es schon immer. So. Atme noch tief durch. Das ist deine Wahrheit. Das ist dein perfekter Zustand. Und aus diesem perfekten Zustand bist du hier und darfst wirken. Seid ihr noch alle da? Bin jetzt gar nicht mehr auf Facebook. Mal gucken. Kuckuck. Wie war's? Gut. Gut. Wie hat sich's angefühlt? Ich bin riesig groß. Und jetzt kannst du dir sagen, so fühlt sich Tine an. So fühle ich mich an. Perfektes Backpuffer. Ja, sag mal jeder. So fühle ich mich an, das bin ich. So fühle ich mich wirklich an. Wir alle da sein, nimm deinen Namen und sag, ja, wow, ich fühle mich so an. So fühle ich mich an in Wahrheit. Das ist mein wahres Gefühl, das ist das, was ich bin. Und nichts anderes. Den ganzen Bullshit, den wir auch fühlen können, das hat aber nichts mit dir selber zu tun.
Ja, ihr Lieben, habt ihr noch ein kleines Geschenk mitbekommen? Das ist eine Variation des Divine Healing. Das kann so viel mehr. Aber das ist eigentlich wirklich das, worauf es ankommt. Märchenhaft. Dankeschön. Also, wer das auch immer noch anschaut, wir wollen umsetzen mit euch zusammen. Wir wollen weitergehen. Wir wollen überhaupt nicht stehen bleiben. Wir wollen die Welt zu diesem geilen Ort machen, die sie wirklich ist. Wir haben so eine schöne Welt hier. Wir können so viel genießen. Wir können so viel schöne Sachen erleben. Und jeder Einzelne, der für sich ein schönes Leben kreiert, trägt dazu bei. Also, was soll ich noch sagen, Tine? Ich gebe dir das letzte Wort. Ja, was sollen wir noch sagen? Wir freuen uns, wer den Weg mit uns geht, würde ich mal sagen, ne? Genau. Und wer die Welt mit verändert, wer vor allem auch wirklich Zeugnis und Zeichen und Testimonials gibt, ja, das ist so wichtig. Ja. Es gibt noch viel zu wenig Leute, die sagen, wow, guck mal, ich habe mir was Tolles erschaffen und wie habe ich es gemacht, ja? Ja, gerne an euch. Also diese ganze Geheimniskrämerei, wie geht's denn, wie macht man es denn auch? Darum geht es nicht, wir müssen alle drüber sprechen und es ist so einfach. Super, fühle mich ausgedehnt, ganz toll. Mega, mega, mega. Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, wenn ich diese Ausbildungen mache oder den Kurs, dass man Coach werden muss. Ich denke mal, das ist vielleicht auch noch, dass einige so bei euch im Kopf so rumschwirrt, oh mein Gott, wenn ich jetzt Master of Divine Healing bin und noch weitermache, dann muss ich anderen Leuten helfen, dann habe ich ja irgendwie das Zeugnis zum Coach. Nee, also ich habe ja schon die ersten Videos geschmickt und ich kann sagen, keiner muss da irgendwie dran denken, dass er jetzt danach Coach werden muss oder in den Pool von Patricia mit aufgenommen werden muss. Also ich muss sagen, alleine wenn man das für sich selbst macht, nur für sich selbst, ist das so ein Geschenk an sich selbst und ein so ein großer Mehrwert für sich selbst, das zu tun. Es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass man das mit für andere umsetzen muss. Also wenn man sagt, ich möchte das nur für mich machen, ist es auf jeden Fall auch lohnenswert, kann ich nur sagen. Also du hast absolut recht, auch nur für dich dir dein geiles Leben zu kreieren und deine Family und was weiß ich nicht, was alle. Und ich meine, ich coache meinen Sohn die ganze Zeit. Ich meine, ihr wisst ja eh alle, der ist ja wirklich Hochleistungssportler und der braucht so ein starkes Mindset, wenn der sich da über solche riesigen Schanzen drüber und ich bin so dankbar, dass ich nicht mehr zu Hause sitzen muss, was auch schon war, weil der macht es, seitdem er 5 ist, und nur noch denke, oh mein Gott, hoffentlich, und Angst und Schrecken zu Hause verharre, sondern dass ich da diese Möglichkeit habe, für mich in ein gutes Gefühl reinzubringen, dass ihm die Erlaubnis gibt, seinen Sport und alles, was er so gerne machen möchte, so großartig auszuüben, ja. Und weil er ist auch meine Kreation. Ja? Das ist meine Kreation. Und unsere Kinder sind unsere Kreationen, unser ganzes Leben lang, bis ins letzte Detail. Mein Hund ist meine Kreation. Dein Hund ist deine Kreation. Ja. Alles. Wir können alles so haben, wie es wir wollen, neben uns. Muss das nachher, aber ich glaube, wenn du irgendwann mal so begeistert bist von dieser Message und gemerkt hast, wie es dein Leben verändert, möchtest du vielleicht auch zur Hilfe sein für andere Leute. Ja? Und das heißt ja nicht, dass du es musst. Aber ich finde es auch wichtig, für mich war es einfach wichtig, auch die Möglichkeit anzubieten. Erstens mal, weil ich sage, ja, es ist doch cool, wenn ich hier einen Pool an Leuten habe,
die hier dastehen und sagen, hey, ich weiß, ich habe es für mich geschafft, ich kann dir erzählen, was ich alles für mich hingekriegt habe, wie ich es hingekriegt habe, und ich kann dich auch dazu begleiten, dass du ein geiles Leben hast. Und wenn du es machen willst, machst du. Aber ich finde wichtig, genau, du musst es nicht. Du musst auch nicht diese Divine Healing Selbststudium Ausbildung machen, jetzt sofort. Du kannst auch nur als Mastermind dort einsteigen, als quasi Mastermind of Divine Creation, und dann hinterher gucken, ja, will ich jetzt da Master werden oder nicht. Kannst du alles machen. Also wir haben so einen riesen Haufen von Möglichkeiten für die Leute, die sagen, ich will jetzt. Ich würde einfach mal sagen, wir haben für jeden ein Programm. Egal wer, jeder kann zu uns kommen und sagen, das und das ist das Problem im Patrizias Klarheitsgespräch, und es gibt für jeden eine Lösung. Ganz genau. Genau, ich könnte schon einigen helfen, nur als Beispiel schon. Ganz genau. Als Beispiel. Und wie ermutigend sind Beispiele? Und wir haben immer noch irgendwie so ein bisschen so eine Gesellschaft, die sagt, oh, ich will mich ja nicht wichtig machen. Und wenn dann alle denken, ich mache mich nicht wichtig, dann hat keiner ein Beispiel. Dann hat keiner irgendwo einen Ansporn oder eine Hoffnung, ja? Eine Hoffnung, oh, da gibt es ja vielleicht doch einen Weg. Oh, das ist ja für mich auch vielleicht machbar. Und schon allein das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Mehrwert. Richtig. Also, Süßen, ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke dir, Tine. Sehr gerne. Und wie gesagt, meldet euch. Wir beißen nicht. Wir finden immer eine Lösung. Ihr könnt auch mit der Tine reden, wenn er meint, ich beiße. Niemand beißt. Wir können gefragt werden. Es ist, was für dich der richtige Weg ist. Und es ist sicher nicht so, dass wir dir irgendwas aufschwätzen wollen, weil dafür sind wir nicht da. Es geht uns wirklich darum, zu helfen, zu unterstützen, zu bestärken und zu sagen, dass alles möglich ist. Und man sollte es auch mit Überzeugung machen, dass sonst bringt es gar nichts. Ich kann es genau. Also, einen wunderschönen Abend. Genau, schönen Abend euch. Wir hören uns, sehen uns. Tschüss.